von den Rednern, angemeldete Redner. Gibt es noch einen Thomas, einen Tom? Seppert hat geredet, der Kaiser. Oder der Kaiser. Ja, komm Michi. Ich habe dir zugesagt, dass du reden kannst. Da siehst du, wie du dir den Weg verbaust. Komm her. Ja, Freunde, also Gaza war schon ein Thema heute. Ostukraine, das nächste Thema. Da fällt ein Flugzeug vom Himmel und es kann sein natürlich, dass das die Aufständischen abgeschossen haben. Es kann sein, dass es die ukrainische Armee abgeschossen hat. Gut. Wer ist schuld an dem Ganzen? Wieso hat man den Luftraum nicht längst gesperrt für zivile Flugzeuge? Da in dem Luftraum sind in den letzten Tagen, alle zwei Tage oder jeden Tag, ist irgendein Flieger abgeschossen worden. Wieso hat man noch normale Airlines fliegen lassen? Und da ist eindeutig Schuld, also gut, die ukrainische Behörde wird natürlich nicht sagen, Ukraine ist im Kriegszustand, aber es gibt in Europa diese EASA, das ist Europäische Agentur für Zivilluftfahrt, und die hätten schon längst diesen Raum sperren sollen. Das ist ja unglaublich. Zu dem Konflikt selbst will ich eines sagen. Man sagt, es ist auf einer Seite Putin, auf andere Seite Ukraine und Recht und ich weiß nicht alles. Nein, auf der einen Seite sind ca. 10 Millionen Russen, die durch irgendeinen Schicksalsschlag in die Ukraine gekommen sind. Und zwar erst so nach 1920. Vor 1920 gab es natürlich keine Ukraine. Und ein gewisser Stalin hat diese Grenzen gezeichnet damals. Also was war die ukrainische sowjetische Republik? Okay, und der hat heute die 10 Millionen Russen einfach da den Ukraine zugeschanzt. Warum sollten wir jetzt alle kämpfen und vielleicht den nächsten Weltkrieg wegen einer Grenze, die von Stalin noch gezeichnet wurde? Also Ostukraine wird, Konflikt wird weitergehen. Keine Seite wird natürlich nachgeben. Und diese 10 Millionen Russen, wie ich sie kenne, mit ihrer Partisanenmentalität schon überhaupt nicht. Okay, gute Nacht.